Hallo ihr Lieben, heute habe ich Anne Kurabiese für euch, übersetzt Mama, Mamas Kekse. Das ist ein türkisches Rezept, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so eine Mischung aus Keks und Kuchen, richtig lecker. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ach so, und wenn du 2 reife Bananen zu Hause hast, musst du nicht auf mein nächstes YouTube-Video warten. Schaut auf meinem Watch Better-Kanal vorbei. Da habe ich ein leckeres Bananenbrotrezept für euch online gestellt. Ich verlinke es euch unten in die Videobeschreibung. Für den Teig brauchen wir Mehl. Wir brauchen ein Ei, weiche Butter, Zucker, Vanillezucker, Öl, Joghurt, Backpulver und Natron. Öl, Ei, Joghurt, weiche Butter, Zucker und Vanillezucker werden jetzt erstmal verrührt. Dann kommen Mehl, Backpulver und Natron hinzu. Ganz wichtig, bitte nicht das ganze Mehl auf einmal hineingeben, sondern nach und nach. Und wichtig, es muss Natron rein. Bei diesem Rezept gehört das so. Also besorgt euch unbedingt Natron. Ja, und wie gesagt, das Mehl nach und nach hineingeben. Jetzt erstmal mit dem Schneebesen weiterrühren und dann immer wieder etwas Mehl reingeben. Und wenn sich das Ganze mit dem Schneebesen nicht mehr verarbeiten lässt, ab diesem Punkt müsst ihr dann entweder per Hand oder je nachdem mit der Küchenmaschine weiter kneten. Es sollte ein geschmeidiger Teig entstehen, weder zu hart noch zu flüssig, und er sollte nicht an den Händen kleben bleiben. Aus dem Teig werden ca. 30 Kugeln geformt, die sollten ein bisschen größer als eine Walnuss sein. Und die werden dann mit Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt, die werden nämlich größer. Also lasst ruhig ein bisschen Abstand und verteilt die Kugeln auf 2 Backbleche. Ein Eigelb habe ich mir verquirlt und streiche es dann über die Kekse. Danach werden gehackte Nüsse darüber gestreut, klassischerweise Walnüsse. Ich hatte leider keine da, ich musste gehackte Mandeln nehmen, aber auch nicht schlimm. Dann kommt ein kleines bisschen Zucker darüber, so eine Prise Zucker wird darüber gestreut. Und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze werden die Kekse im vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten goldbraun gebacken. Schaut aber immer wieder mal rein. Und lasst sie auf jeden Fall kalt werden, bevor ihr sie dann auf eine Servierplatte oder in die Dose legt. Probiert das Rezept aus, schickt mir gerne eure Bilder. Jetzt viel Spaß dabei, lasst sie euch schmecken und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!